Oh, so, YouTube, hallo und willkommen zu Captain of Industry. Wir sind wieder dabei. Und ja, wir hatten ja das Problem, die Lager hier ja nicht so funktioniert haben, wie wir das wollten. Ich habe das Lager hier gerade entleeren können, ganz einfach, weil nichts drin war und auf Fahrzeugteile umändern können. Und jetzt können wir dem Lager hier doch wunderbar sagen, hey, hier soll Elektronik rein. So, das heißt, wir haben die einzigen beiden Probleme sind die hier. Weil die Fabrik können wir einfach umstellen, die soll Fahrzeugteile herstellen, dann müssen wir keine neue bauen. Und du kriegst einfach eine neue oder zwei neue Fabriken. Und ich würde fast sagen, die werden einfach Level 2. Wo sind denn hier die Fabriken? Kapitänsbüro, Tankstelle, Montage 2. Ich weiß nicht, ob die mehr braucht oder weniger. Wir werden die einfach mal setzen und die zur Not upgraden. Und ihr sollt eigentlich das herstellen. 1-4 Dings. 1-4 Dings, die brauchen 60 Sekunden. Der braucht 20 Sekunden. Oh, das ist natürlich deutlich schneller. Okay, das nehmen wir. Und dann können wir nämlich sagen, und das war nämlich die Idee hier hinter. Nee, wir wollen erstmal hoch. Genau, und dann eigentlich direkt wieder runter, nicht? An der Stelle. So, dass wir da hinkommen. Und das gleiche hier hoch bis da drüben bis... Oh, die steht gar nicht richtig. Bis da und dann... Okay, vielleicht auch nur bis da und dann daran. Dann kriegen die zumindest die eine Ressource automatisch. Das ist schon mal gut. Die muss auch hier hin. Interessant. Das wäre also sinnvoll, das nach da zu bauen. Hm. Und hier können wir noch sagen, du, und jetzt wird's blöd, müssten von da oben ab. Vielleicht bis da. Ja, das ist okay. Und dann kann der nämlich auch komplett automatisiert sein. Dann kriegt der das, das und das könnte auch noch kriegen. Machen wir das hier auch so. Dann haben wir das geschafft. Dann sind Fahrzeugteile komplett automatisiert. Leeren. Brauchen wir nicht mehr. Da sollen Fahrzeugteile bitte rein. Hier soll Elektronik rein. Sehr gut. Achso, du stellst Fahrzeugteile her. Ja, das ist schlecht. Sowas hier. Jetzt müssen wir das erst einmal entleeren und jetzt müssen wir es nochmal entleeren. Und nochmal entleeren, weil hier anscheinend noch Fahrzeugteile drin sind. Und nochmal. Da ist immer noch Fahrzeugteile drin. Boah, wie viel ist denn da drin? So, jetzt haben wir es. Du sollst keine Fahrzeugteile herstellen, nur Elektronik. Jetzt sieht's gut aus. Okay. Oh, und hier müssen wir auch entleeren. Du machst nur Fahrzeugteile. Sehr schön. Das heißt, der kriegt jetzt alles automatisch rangeliefert, was er braucht. Da muss keiner mehr fahren. Die anderen kriegen zum großen Teil das oder liefern es zum großen Teil an die anderen. Das heißt, nur der Gummi von da vorne
und die Kupfersachen von da hinten müssen angeliefert werden. Der Rest ist automatisiert. Gut, und die Erde muss hier rein. Ja. Ihr braucht nicht weitermachen, weil wir nichts brauchen. Und dann würde ich sagen, können wir noch ein paar Bäume fällen. So, die beiden hier, die stehen blöd rum. Hier werden wir vielleicht noch erweitern. So. Dann können die da schon mal Platz schaffen, sage ich mal. Die bräuchten Holz. Das Holzlager ist da hinten. Ist natürlich doof. Vielleicht bauen wir das Holzlager nochmal hier hin. Lager. Ich weiß nicht, wie das ist. Wir brauchen hier eigentlich zwei, nicht? Und, oh nee, warte. Wir müssen aber immer hoch. Und hoch braucht ein bisschen. Wir wollen... Oh, da unten ran. Schaffen wir das? Ich bin gespannt. Förderband. Also erstmal verbinden wir die beiden theoretisch. Nee. Wir sollen erstmal zusammenführen. So. Dann wollen wir von hier hoch. Ja. Dreh. Ja, so. Und dann wollen wir da unten wieder ran. Und da wollen wir auch ran. Da würden wir da hinten rum rankommen. Okay, dann heißt das einmal so und einmal so. Aber können denn die anderen dann noch was anliefern? Der kann nur vom Boden aus abgehen, oder was? Ja, aber eben konnte er doch auch nicht vom Boden aus abgehen. Wenn nicht flach. Ach, flach bedeutet wirklich, hallo Lightro, dass das gebogen ist und nicht gerade. Oh. Okay, dann ist dumm. Dann ist das Ganze hier dumm. Vielleicht müssen wir auch das nochmal überdenken. Okay, wir machen das hier nochmal weg. Und jetzt kommen die Lager nochmal ein Stück weiter nach hinten. Dann kriegen wir es auf jeden Fall gerade hin. Das ist schon mal wichtig. Ein kleiner Schritt. Für einen industriellen, aber ein großer für die Übersichtlichkeit. Ah, ich drücke mal die falsche Taste. Jetzt haben wir die richtige. Okay. Na? Wir wollen eigentlich eins höher. Und dann geht er nicht rum. Kann man das drehen? Nee. Wäre cool, wenn er das so machen würde. Vielleicht müssen wir erst unten raus, ganz flach, und ihm dann hochgehen lassen. Ja, das macht er mit. Dann brauchen wir einen Geraden, mindestens, aber damit welche durchfahren können, ein bisschen mehr. Wir kriegen nicht unendlich viele hin. Das ist schlecht. Drei breit brauchen wir, glaube ich, mindestens, und dann kommen wir nicht runter. Tja. Okay, ich muss das umplanen. Ich will schon gerne drei hoch. Vielleicht fangen wir hinten rum an.
zwar sagen, wir gehen hier hoch. Ich glaube, auf der Ebene, da kommt er schneller, besser hoch. So, kommen wir denn da unten ran? Ja. Das ist ja easy. Warum nicht gleich so? So, aber wenn wir jetzt abgeben wollen, dann kriegen wir das Problem. Gut, andererseits, warum soll ich auch nochmal hochgehen? Hier hinten ist eh flach. Nicht? Also ich krieg's ja eh nicht besser hin. Okay, das kann nochmal weg. Okay, gebaut. Das heißt, jetzt können wir hier Holz einlagern lassen. Und gleichzeitig hier sagen, Holz raus. Macht er das? Ja, automatisch leeren. Sehr gut. Dann kriegen die nämlich auch Holz und Dings. Dann fehlen ihnen eigentlich noch Ziegel. Da müssen wir komplett umbauen, weil jetzt sind wir natürlich im Weg davon. Ja, das ist... Ist vielleicht nicht so gut geplant, die Stelle. Ein bisschen sehr eng geworden alles. Ich wusste halt auch nicht, wie das mit den Förderbändern ist und den drunter und drüber. Und nebenbei ärgere ich ein bisschen die Zuschauer noch. Ich bin ja immer sehr, sehr nett. Was haben wir denn für Probleme? Also, Kupfer geht gerade runter und Kartoffeln. Aber Kartoffeln haben wir Speicher. Die sind voll, nicht? Das ist immer vor der Ernte, dann geht's runter. Wir haben ja die gleichbleibende Anzahl Menschen. Das heißt, das funktioniert. Fahrzeugteile gehen endlich hoch. Das ist sehr gut. Weil wir es automatisiert haben. Aber ich glaube, wir müssen das Ganze nochmal wirklich umbauen. Also so wie es ist, müssten wir eigentlich die Schmelze hier hinsetzen. Obwohl, von da kommt die Kohle. Die habe ich hier noch gar nicht angeschlossen. Also die sitzt eigentlich schon ganz gut. Das können wir mal machen. Wir können deren die Kohle anschließen lassen. Ich glaube, der stand richtig rum. Ah, der braucht dieses Ding. Ja, stimmt. Okay, hoch. Und vielleicht auf die Höhe gleich. Und dann gehen wir unten ran. So, dann haben wir da die Kohle auch automatisch dran. Das ist auch schon mal schön. Da muss hier nämlich auch nichts mehr hingeliefert werden. Das war das Allerwichtigste, nicht wahr? Wenn die beiden schmelzen und die liefern dann das entsprechend. Was liegt da? Auf einmal kommt ein Baumstumpf aus dem Nix in den Boden. Okay. Wo ist die Kohle? Da ist sie. Kohle muss ankommen. Und Kohle rein. Sehr gut. Jetzt muss hier auch kein LKW mehr fahren. Hier könnten wir noch eine zweite irgendwann anbauen mit zwei Schmelzen. Das wäre okay. Oder wahrscheinlich kann man irgendwann die Dinger erhöhen. Was mich wundert. Warum produziert sie nichts? Weil sie hier irgendwas hat. Schlacke. Schlacke kann doch raus, siehst du? Schlacke kann hier rein oder was das ist.
Dann machen wir das doch mal. Ich weiß nicht, was ich damit sonst anfangen könnte. Aber das war doch vorher nicht so. Habe ich ein anderes Rezept? Nein. Was ist mit der Schlacke vorher passiert? So, und dann kann er nämlich wieder arbeiten. Ah, und der holt die Schlacke automatisch von hier ab? Nee. Warte mal. Nicht anliefern. Ihr dürft sie nur abholen. Und der Baumschummel ist wieder weg. Ja. So leicht lässt sich das Problem beheben. Ich meine, ich habe da mal einen Baum gefällt. Aber jetzt haben wir unsere Schandtaten einfach versteckt. Das ist doch super. Ich weiß halt nicht. Können wir das lernen? Oh, wir können was einsammeln. Bauen Sie ein Schildkollar und verbinden Sie es durch ein U-förmiges Förderband mit Hochofen, um Schlacke auszugeben. Weise dem Schüttgutlager Schlacke zu und schiebe den... Ah! Okay, wir haben alles richtig gemacht. Okay, einsammeln. Dafür kriegen wir Konstruktionsteile 2. Das habe ich intuitiv gemacht. Ich habe gar nicht gelesen, was da stand. Ja, schon mal gut. Das bedeutet aber auch, hier bei dem guten Ding haben wir das gleiche Problem. Und der kann aber kein Schmelzgut ausgeben, nicht, weil das da problematisch ist. Dann bauen wir jetzt hier noch einen Flüssigkeitsspeicher-Schüttgutlager. Auf der Ebene. U-förmiges Ding. Ja. Oh, falsch rum. Ah, mit diesem... Ich will mal rot zu rot machen. Das ist so blöd. Aber macht ja auch irgendwie Sinn, rot zu grün eher. Okay. Eigentlich müssen wir jetzt die Sachen nach vorne bringen. Ich würde sagen, wir machen es einfach, weil irgendwann werden wir es eh brauchen. So, auf welcher Höhe müssen wir rumkommen? Ich glaube, so ist okay, oder? Ich muss sagen, das Gelände vom Spiel gefällt mir relativ gut. Aber das haben viele Spiele heutzutage, dass sie besser sind. Shit. Wartet. Ich müsste hier ankommen, oder? Nee, wer brauchen die Platten? Ihr braucht die Platten. Okay, wartet. Aber wollen wir denn... Ja doch, will ich. Wir gehen lieber so hin. Oh. Das ist nicht gerade geworden. So, hier und jetzt nach vorne. Ist halt doof, dass wenn man komplett lang zieht, dass da vorne so einen Doppelabstand macht, der nicht dem Maximum entspricht. Also, warum ist die maximale Baulänge nicht einfach auf die Abstände zwischen den Pfosten gelegt? So eine Entscheidung verstehe ich immer nicht. Also, total nervig. Wenn man ein bisschen das gleichmäßig haben will, ist man hier immer am Dingsi runterziehen und runterrechnen, nicht? Also, irgendwie nicht so toll. Hier geht's, weil er da runter geht einmal zwischendurch. Okay. Und dann gehen wir einfach so. Schräge Leitung? Nee. Das Spiel ist ganz gerade. Das ist auch so eine Sache, nicht? Also, was man schräg bauen kann, sind so Ebenen. Die kannst du anschrägen. Aber... Du kannst erhöhen.
Und du kannst halt drehen, aber schräg bauen ist halt kästchenbasiert. Stimmt, das ist so vielleicht eine Sache, die nicht ganz so toll ist. Okay. Aber jetzt kommen die Kupferteile hier raus. Hier kann nachproduziert werden. Und die Produktion ist voll automatisiert. Hier müssen wir aber noch sagen, raus mit dem Zeug. So. Achso, und ihr dürft Schlacke nicht anliefern. Sehr gut. So, dann kommen hier die Platten an. Und was braucht ihr noch? Ihr bräuchtet die Konstruktionsteile da. Das heißt, wir müssen die jetzt noch dahin liefern. Was bräuchtet ihr noch? Nix. Was bräuchtest du noch? Nix. Du hast alles. Was bräuchtet ihr noch? Das Gummi. Okay, hier müssten wir noch Gummi herkriegen. Oh, die Gesundheit ist nicht so gut von unserer Bevölkerung. Weil wir jetzt so viel produzieren. Was ist hier das Problem? Kein Eisen. Was ist euer Problem? Kein Platz zum Produkte verkippen? Das kann nicht sein. Ich habe die komplette Fläche zum Verkippen eingezeichnet. Also das halte ich für ein Gerücht, dass sie hier nichts verkippen dürften. Oder habe ich das hier wieder aus Versehen als Bergbaugebiet eingezeichnet? Das kann natürlich passiert sein. Oh, das wäre doof. Das ist mir schon mal passiert. Ja, ja, das war gelb, nicht? Ja, jetzt dürfen sie kippen. Oh, Mann. Also, dann ist es hier auch Bergbau. Oh, Mann. So eine Scheiße. Das ist so... Mag ich nicht, die Mechanik. Oder die Farbgebung nicht. So vielleicht. Dem Worker and Resource Bug, nee, das ist kein Bug, das ist ein Problem mit AMD-CPUs. Das müssen die beheben. Da kann ich nichts beheben. Solange können wir es nicht wieder spielen. Oh oh. Geht das? Können wir unsere Rohre einkippen? Anscheinend. Ich hoffe, die gehen nicht kaputt dadurch. Andere Sachen sind nämlich dadurch kaputt gegangen. Solange wir die Scheiße hier ins Wasser kippen können, ist alles okay. So. Noch weniger, was die Autos rumfahren lassen müssen. Da müssen wir jetzt lesen. Lager und Förderstrecken. Ist es vom Vorteil... Es ist vorteilhaft, Förderbänder und Rohre zu nutzen, um Güter von Produktionsgebäuden zu lagern und zu transportieren und Lastwagen für einen Ausgleich zwischen den Lagern zu sorgen zu lassen. Dies hilft, die Abnutzung von Lastwagen hochzuhalten, dass sie so immer voll beladen fahren können. Ja. Und Lastwagen für einen Ausgleich zwischen Lagern sorgen zu lassen. Okay. Es gibt den Maschinen auch den Eingangs- und Ausgangspuffer für einen ununterbrochenen Betrieb. Okay. Zum Beispiel kann für den Hochofen vom Vorteil sein, Lager für Eisenerz und Kohle zu besitzen. Ah, die dem Förderbänder angeschlossen sind. Ja, verstehe. Haben wir ja. Und jetzt wieder Deutsch-Englisch. A storage unit will not actively request products from trucks by default. Change this, drag and This drags the green slider marked as vollhalten to the right. This makes the storage request products until it gets filled up to the green slider. Okay. Für Lager, die Sie nicht komplett gefüllt haben möchten, wie zum Beispiel Schlacke, Bild unten, können Sie den Schieberegler leeren benutzen, um einen Schwellenwert festzulegen, ab wem die Fahrzeuge automatisch Material entnehmen und zu einem freien Lager liefern lassen. Beachten Sie, dass die roten grünen Schieberegler keinen Einfluss auf angeschlossene Förderstrecken haben. Wenn zum Beispiel ein Lager auf Vollhalten eingestellt ist,
würde es trotzdem Produkte über angeschlossene Förderstrecken ausgeben, indem es jegliche Regeln ignoriert. Das ist gut. Sie können ebenfalls Alarme festlegen und informiert werden, ob das Lager entweder zu voll oder zu leer ist, was angeschlossene Maschinen hindern würde, vernünftig zu arbeiten. Dies ist ideal, um sie zu warnen, wenn ein Lager mit kritischem Material, wie zum Beispiel Kohle für ein Kraftwerk, zu weit entleert. Okay, kriegen wir hin. Sobald Maschinen über Förderstrecken angeschlossen sind und ein erstes Produkt geliefert empfangen wurde, werden Lastwagen nicht länger versuchen, dieses Produkt zu liefern oder zu empfangen. Sie können dieses Verhalten manuell über das Logistikfeld LKW Import, Export überschreiben. Ja, aber das wissen wir ja schon längst. Gut, dass es jetzt erklärt wurde. Manchmal kommen die Erklärungen zu spät, habe ich so ein bisschen im Gefühl. Ist das eine Müllkippe? Ja, ist ein Verschüttlager, dieses, was wir da hatten, hier hinten. Da kommt alles aktuell rauf. Also Schlacke, Müll, Erde, ein bunter Mix, nicht? Es sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Man könnte wahrscheinlich auch noch getrennte Sachen machen und sagen, hier darf nur das gelagert werden oder so. Könnte ich mir schon vorstellen, dass man so Müllhaufen, Erdhaufen oder so hat. Aber egal. Okay, jetzt funktioniert wieder alles. Was haben wir denn noch für Forschung? Schlechter Wartungszustand. Warnung. Einige Objekte geht die Wartung aus und können demnächst ausfallen. Um mehr Wartung zu erhalten, sollten Sie die Erforschung eines Wartungsdepots Priorität einräumen. Sobald Sie betriebsbereit sind, müssen Sie mit der Produktion versorgen und sie wird Wartung an Ihrer Maschinen und Fahrzeuge beginnen. Okay. In der Zwischenzeit schnell Reparatur ausgeben. Aber wir haben doch gute Reparatur. Das ist nicht das Problem. Okay. Das heißt, Tankstelle. Jetzt ist so die Frage, warum sollte ich eine Tankstelle bauen? Wird mir nicht erklärt. Lastwagen, die einer Tankstelle zugewiesen sind, betanken automatisch Bagger und Holzernte an ihren Einsatzort, sodass sie ihre Zeit nicht damit verschwenden, selbst Kraftstoff zu holen. Okay, hier haben wir drei verschiedene Ressourcenlager, dann würde ich genau in die Mitte eine Tankstelle pflanzen. Schön in den Wald. Zack. Dein Berg sieht nicht gesund aus für die Umwelt. Das soll er auch nicht. Richtig schön Raubbau. Richtig reinbuttern. Richtig weghauen. Richtig mal die Ressourcen klauen von dieser Insel. So gehört sich das. Der ganze Berg muss weg. Der ganze Berg ist voller Ressourcen. Der ganze Berg gehört uns. Aber irgendwann ist er leer. Dann haben wir ein Problem. Dann müssen wir weitergehen. Hier sind noch ganz viele andere Ressourcen drin. Oha, 7 Leute sind weg oder gestorben. Nicht gut. Und wir sollten wieder was forschen. Wo war die Forschung? Hier. Konstruktion 2 haben wir. Förderbandaufzug, Grundwasserpumpe, bewässerte Farm, Wasserversorgung für die Siedler. Klingt auf jeden Fall gut. Deswegen starten wir mal in die Richtung. Wir können auch sagen, zum Beispiel, dass beides wollen wir erforschen. Machen wir. Dann geben wir da mal Priorität drauf. Oh. Und solange wir nichts bauen, nicht, laufen auch die Fabriken nicht. Ziegel müssten hier noch hin, nicht? Okay, wie bauen wir das um? Eigentlich müssen wir es nochmal komplett wegreißen, nicht? Das war alles ein bisschen blöd gedacht von mir. Da müssen wir uns nochmal überlegen. Da sind jetzt von Foundry zum Beispiel die Ein- und Ausgabedinger mit 2 und 3 Abständen. Viel geiler. Weil da kann ich jetzt nicht so gezielt sagen, wie ich das hier drin oder dran haben möchte, nicht? Ich weiß nur, ich brauche 3 Eingänge. Okay. Ich wusste nicht, dass ich die brauche, sonst hätte ich das gedreht. Jetzt haben wir den Salat. Nee. Du musst das transportieren. Ja.
Es ist mir das mal egal mit der Reichweite. Zack. So. Also, der eine kommt hier an. Die anderen theoretisch dann von hier. Ja. So. Wie kommen wir jetzt da dran? Eigentlich nur, indem wir von dem Abstand... dass wir die anderen da von der Entfernung rankriegen, nicht? Dass wir sagen, ihr müsst hochgehen, zum Beispiel daran. Du musst hochgehen da dran. Du gehst hoch da dran, das ist okay. Jetzt müssen wir mit ihm rüber irgendwie und daran. Ja. Und jetzt würdest du von dort, wo ist der hohe Turm, hat er mir nicht gebaut, einmal daran. Und wir müssen gleichzeitig einmal von hier oben. So. Hier kommen wir nicht rüber. Das ist blöd. Okay, hier würden wir aber rüberkommen. Aber dann kommen wir nicht runter. Das ist gar nicht so leicht. So. Ja, das wäre okay. Sieht auch krumpelig aus, aber dann hätten wir alles dran, was der bräuchte. Und ich glaube, dann sind wir wieder einen Schritt weiter. Wir kriegen alles ran. Ziegel kommen. Baumstämme kommen. Stahlplatten kommen, die aktuell nicht vorhanden sind, weil du nichts produzierst, weil, warum, was fehlt dir? Kohle! Okay, das heißt, die müssen hier ordentlich Kohle baggern und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir wieder Kohle haben.